Ja, dann einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, Fernfühler, Fernfühlende, wie wir sie gerne nennen, die Zuschauer. Ja, heute wieder ein ganz spannendes Thema, wie jeden Dienstag seit ein paar Monaten schon. Zum Thema bewusst gelebte sexuelle Lebenskraft haben wir schon das von verschiedenen Seiten beleuchtet, mit den verschiedensten Referenten. Und ich finde es immer ja, sehr, sehr spannend, was sich da noch alles zeigt, entpuppt und von welcher Seite man das noch sehen darf. Und es ist ein sehr brisantes Thema. Und ich freue mich ganz, ganz sehr, dass ich die Sabina Tschudi und den Johannes Schröder gewinnen konnte, durfte, die jetzt in Arizona in Amerika mit uns verbunden sind. Ihr könnt sie sehen. Ich grüße euch ganz herzlich. Ja, guten Abend. Guten Abend. Seid gegrüßt. Und dass Sie bereit sind, ja, sich dem Thema zu stellen. Es ist ja, beschäftigen sich ja mit Körperentpanzerung. So, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Und ich finde es ja ganz, ganz spannend. Habe es mir ein wenig angesehen. Habe auch schon einiges über verschiedene Leute gehört, die das auch schon erfahren haben und sehr geschwärmt haben. Und ja, und dann bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, was wir von euch erfahren dürfen. Vielleicht erstmal, wenn ihr euch ein bisschen vorstellen mögt, so auf euren, ja, was macht euch aus als Sabina und Johannes? Ja, okay. Ich bin Sabina. Ich bin 1960 geboren, Schweizerin, lebe auch zusammen mit Johannes, meinem Mann, hauptsächlich in einem Schweizer Bergtal. Wir sind allerdings auch sehr viel unterwegs, sehr viel auf Reisen. Ich komme ursprünglich von den Humanwissenschaften her, Ethnologie, Soziologie, Philosophie auch, und habe aber schon 1983 war das, meinen spirituellen Weg gefunden, meinen Lehrer auch gefunden und bin seither sehr ausgerichtet, sehr glücklich auch auf dem Sonnentanzweg der süßen Medizin. Das ist ein alter schamanischer Weg, der von der Schildkröteninsel kommt, von den Vereinigten Staaten und von verschiedenen indianischen Stämmen getragen wird. Und das, denke ich, zusammen mit der Sexualität, zusammen, die sehr im Zentrum steht meines Lebens, zusammen auch mit meiner Beziehung mit Johannes, würde ich sagen, ist das das Wesentliche, was mich ausmacht. Dankeschön. Ich bin seit 20 Jahren dabei jetzt, habe vor 20 Jahren meine Lehrerin Sabina getroffen und wir sind sehr schnell ein Paar geworden. Vorher war ich einfach im Gesundheitswesen selbstständig unterwegs als Heilpraktiker und vorher als Rettungssanitäter. Also das Heilen ist für mich ein sehr wichtiger Bestandteil gewesen, was mich auch zu diesem Weg geführt hat, den wir seit den 90er Jahren gemeinsam beschreiten. Schön. Und war das in erster Linie so dass ihr euch als Paar gefunden habt, dass es für euch als Paar eine Herausforderung war, sich diesem Thema mehr zu widmen, Sexualität, bewusst gelebte sexuelle Lebenskraft? Oder war es euch schon von Anfang an so ein Anliegen, das unter die Menschheit zu bringen? Naja, bewusste Lebenskraft, Sexualität ist von unserem spirituellen Weg gesehen ein sehr, sehr zentraler Punkt. Ne? Somit sind wir automatisch im Grunde, wenn wir uns mit unserem Weg beschäftigen, beschäftigen wir uns auch mit Sexualität, mit spiritueller Sexualität, nämlich mit der Art Sexualität, wo wir Körper und Spirit verbinden und wo wir Sexualität für die Kraft der Evolution, fürs Wachstum nutzen. Insofern hat mich und ich denke genauso dich, Johannes, nicht, das Thema Sexualität in diesem spirituellen Sinne beschäftigt, bevor wir als Paar zusammenkommen. Und dann ist es natürlich ein Glück und Segen, das gemeinsam auf einem Weg auch leben zu können. Wunderbar, schön. Also wir sprechen es eigentlich aus als Body De-Armoring. Und das kommt von Armor, was auf Deutsch Panzerung bedeutet. Und somit heißt das Wort Body De-Armoring übersetzt die Entpanzerung des Körpers, wo es darum geht, da wo wir uns tatsächliche Panzer, also Engen, Verklebungen im Gewebe,
Einengungen wiederum der Lebenskraft auch, der Qi-Life-Force angelegt haben, das in einem zeremoniellen Prozess, also diesem, ein intensiver, tiefgehender zeremonieller Prozess, das wieder ablegen zu können. Okay. Was habt ihr die Erfahrung gemacht, dass alle Menschen in irgendeiner Form Panzer mit sich tragen? Oder was kommen für Menschen zu euch? Zu uns kommen Menschen aus allen Altersstufen zwischen 18 und auch bis über 80. Mhm. Und die Grundlage für das Körperempanzern ist einfach, dass wir seit frühester Kindheit durch Situationen, wo wir Schreck, Angst, Schmerz erfahren, einfach in unserem System Verlangsamung erfahren, Verdichtung erfahren, mhm. dort wo wir uns anspannen und auch nicht mehr im gleichen Maße wieder entspannen. Dies führt über Zeit zu dem, was wir die Körperpanzer nennen und wo man auch im Körper sehen kann, dass dort Energie einfach blockiert ist. Somit ist es ja für alle Menschen, die durch ihre Kindheits-, Jugend- und Erwachsenenalterserfahrung von Schmerz und Eingrenzung das erfahren haben, geeignet. Das heißt, hier spricht auch die Panzerung auf der physischen Körperebene, aber auch auf der Emotionalkörper, also auch auf andere Körper. Die Panzerungen sind nicht immer nur auf der physischen Ebene. Das ist richtig. Ne? Primär beschäftigen wir uns mit der physischen Ebene. Und der Grund dafür ist der, dass solange der Körper, wenn wir uns das vorstellen, wie in Zwingen von Panzerungen drin sitzt, es sehr, sehr schwer ist, die emotionalen und auch die mentalen, intellektuellen, spirituellen und natürlich auch sexuellen Panzer erfolgreich zu lösen. Weil der Körper gar nicht den Freiraum dafür bietet, dass wir anders tun können, als von der Panzerung her bedingt. Ne? Deswegen beschäftigen wir uns oder adressieren wir durch unsere Arbeit, und die Arbeit ist wiederum eine Zeremonie, die aus diesem spirituellen Weg auch entstammt, adressieren wir direkt die körperlichen Panzer in allererster Linie und begleitend natürlich auch die emotionalen, mentalen, spirituellen Konsequenzen davon. Weil das ist dann natürlich auch eine Präventionsarbeit, wenn auch eben Gedankenmuster oder sich nicht in physischen Körper ausgedrückte Panzerungen, die spürt ihr auch. Und das ist praktisch im Gesundheitsbereich auch eine präventive Arbeit. Weil die wurden irgendwann dann im physischen Körper sich zum Ausbruch kommen. Ne? Ja, absolut. Ich meine, das ist ein unglaublicher Nebeneffekt der Arbeit, das ist nicht das zentrale Thema, aber Gesundheit, Vitalitätsgewinn, Revitalisierung auch, Stärkung des Immunsystems ist ein unglaublicher Nebeneffekt und dadurch ganz klar gesundheitliche Prävention. Ja. Und das heißt, die mentale oder emotionale Ebene, auch wenn sie nicht im Körper jetzt sich im physischen Körper zeigt, verhindert doch, und sowohl die Lebenskraft sowie auch natürlich die sexuelle Lebenskraft und die Schöpferkraft allgemein. Ja, es beeinflusst auch vor allen Dingen dadurch, dass im Körper Begrenzungen sind, beeinflusst es sehr auch den Charakter. Das heißt, die Art, wie wir dann in der Welt stehen, reden und handeln. Die meisten Panzerungen erleben wir in unserer Kreationskraft, dort wo wir in unsere Sexualität eingebunden, festgebunden sind und dann vor allen Dingen auch dort, wo wir unsere Herzkraft ins Leben geben und herzoffen sind oder verschlossen sind. Das sind die beiden Bereiche, wo wir erleben, dass Menschen am meisten Einengung erfahren. Mhm. Ja, natürlich sind all diese Systeme Ebenen versteckt, weil also ich kenne mich, ich verstecke meine ganzen Sachen auch sehr gut. Ne? Und ich nehme an, dass ihr sowohl Methoden wie Systemen wie auch
wie ihr das genannt habt, Riten oder entwickelt habt, um Zugang zu diesen unbewussten oder selbst nicht gesehene oder erkannte Verhinderungen zu sehen? Naja, diese Zeremonie, ein Panzern, erachten wir als Zeremonie, die entstammt ja von unserem spirituellen Weg. Ne? Okay. Und jetzt basiert ja dieser, wie fast alle spirituellen Wege, darauf, immer tiefer in die eigene Selbsterkenntnis, Selbstergründung einzusteigen. Und da gibt es natürlich dann unglaublich viele Werkzeuge, sich selber sehen zu können, sich selber spiegeln zu können, sich selber tiefer begreifen zu können und in seinen mentalen, emotionalen Aspekten auch zu heilen, nicht? Und das sind die primären Werkzeuge natürlich auch, die wir mit hineinbringen als begleitende Unterstützung für den körperlichen und für den sexuellen Prozess, ne? Weil Entpanzern ist auch von der Arbeit her, jetzt von der praktischen her, auch sehr direkt ein sexueller Prozess. Dann letztendlich, ja, die sexuelle Lebenskraft, ne, wie jeder sie anders nennt, auch manche nennen sie Kundalini, wie auch immer, die steht jedem zur Verfügung. Und wenn wir ja diese Panzer haben, so wie ihr sie sagt, dann kann das gar nicht frei fließen, wie es normalerweise der Fall sein könnte. Das heißt, und durch euer Zeremonie ist es möglich, sozusagen, dass dadurch, dass die Panzer bewusst werden und verschwinden, ist es sozusagen, so stelle ich mir das gerade vor, kann das einfach ungehindert fließen im ganzen Körper, und natürlich hat das Auswirkungen auf alles. Ne? Das hat Auswirkungen auf das ganze System. Und wir sehen das ja auch sehr daran, dass es gibt ja unglaublich viele Schulen heutzutage, und das finden wir auch total wichtig, dass es diese gibt, welche Sexualität unterrichten. Ne? Mhm. Und das zeigt ja auch ganz, ganz klar, dass viele Menschen in einer Situation sind, wo sie dieses Nichtfließen auch an sich selber erleben. Jetzt, was ein Panzer tut, es entfernt die Panzer nicht nur durch Bewusstwerdung, sondern wirklich durch direkte körperliche und auch sexuelle Arbeit, dass die sexuelle Lebenskraft überhaupt fließen kann. Und wir sind diejenigen, die sagen, schau, geh erst entpanzern und dann besuch deine sexuelle Schule, egal welche Ausrichtung, das kann westlich sein, das kann östlich sein, nicht? Weil dann auch wirklich der Nutzen, der Gewinn vom Lernen des Umgangs mit der Sexualität ein ganz, ganz anderer ist. Aber wir sehen daran ganz klar, dass unglaublich viele Menschen einfach dieses Erlebnis in sich haben, meine Sexualität fließt nicht, ich habe nicht wirklich Zugang, ich komme nicht tief mit mir in Berührung, mal klappt's, mal nicht, und ich bin eigentlich in einem Bereich eher der Resignation und der Frustration, wo ich mich damit ansiedel, oder des tapferen Durchhaltens, wenn es drauf ankommt, nicht? Und da gibt es einfach viel, viel, viel zu tun. Eben, das ist manchmal die Frage, was ich oft sehe. Zum Beispiel, ich besuche einen Kurs, ich denke mental, ich möchte etwas verändern, und aber ich möchte eigentlich doch nicht. Ne? Also eben, inwieweit ist es möglich? Das ist meistens, also wenn ich meine Seminare gebe, erstmal muss mir jemand zugeben, dass so wie es ist, eigentlich den eigenen Wille ist. Ne? Weil es sonst anders wäre, weil wir finden auch irgendwie schon die Wege. Ne? Eben, wie geht ihr in diese so mathematische Formel, welche Spielmöglichkeiten habt ihr, damit umzugehen? Gibt es auch manchmal Tricks, so einfach, wo man einfach begleitet, so vorsichtig und so schön, dass man es doch erlaubt? Oder wie ist dieser Zwischenraum? Wie geht ihr damit um? Naja, der Zwischenraum ist eigentlich ein sehr breiter Raum. Und das ist, was du beschreibst, ist ein völlig menschlicher, normaler Mechanismus. Ich möchte mich verändern, aber ohne das Bekannte gehen zu lassen. Das ist zum Beispiel eine sehr verbreitete Haltung, weil Veränderung einen Schritt nach vorn macht im Grunde ja immer Angst. Nicht? Wenn ich mich verändere und sage, ich werde mich erweitern, muss ich erst einmal einen Schritt machen, auf einen Boden, den ich noch nicht kenne, von dem ich noch nicht weiß, wo er mich hinführt und wie er mich trägt. Ne? Und das einfach zu begleiten mit das wichtigste Werkzeug, wenn ich das Werkzeug nennen mag hier, das wirkliche Werkzeug, das zu begleiten, ist einfach Liebe. Ist einfach Liebe aus dem Herzen, ist einfach Unterstützung, ist einfach Dasein,
für den anderen, so dass der andere weiß, okay, ich falle hier nicht ins Nichts, sondern da gibt es Begleitung, da gibt es ein Netz, da gibt es ein Miteinander. Und dann natürlich auch in diesem Rahmen auch das Teilen wirklich von Wissen, was Menschen ermöglicht und empowert auch, ihre eigenen Schritte selbstständiger und mit mehr Affirmation, mit mehr innerer Sicherheit auch zu machen. Das, was mich sehr angesprochen hat, auch wenn ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, dass eure Körperarbeit, also spricht mich sehr an, weil ich auch sehr großes Körperbewusstsein habe und also über den Körper einmal viel machen kann, wo man einfach das selbst gleich erfahren und spüren kann. Das heißt, ihr geht direkt über den Körper, indem ihr zum Beispiel bestimmte Punkte auch angesprochen werden, massiert oder gedrückt werden, also über bestimmte Körperarbeit. Und dann ist es nicht mehr notwendig, auch wenn es sich manchmal zeigt, nochmal der alte Schmerz oder eine bestimmte Erkenntnis. Aber so habe ich verstanden, dass es nicht immer unbedingt notwendig ist, nochmal das ganze Alte zu erfahren und nochmal durchzukauen und alles bis ins kleinste Detail ins Bewusstsein zu holen. Das ist richtig. Darin liegt auch ein Großteil der Schönheit in unserer Arbeit mit dem Körper in Panzern, dass einfach eine Technik da ist, die den Menschen als Ganzes betrachtet, wo die eigene Energie im Zentrum steht. Du hast die Druckpunkte angesprochen, wo Energie freisetzen im Körper, die derjenige, der die Arbeit macht, dann nutzen kann für sich. Das andere ist dann auch, dass wir chiropraktische Maschinen einsetzen in der heutigen Zeit, um das Gewebe in Schwingung zu bringen. Und dann natürlich die eigene Sexualkraft, die damit hineinkommt, die in Gang gebracht wird und dafür sorgt, dass diese Panzer dann einfach aus dem Körper verschwinden. Das ist eine, im Grunde von der Arbeit her, adressieren wir die Metaebene dieser ganzen vielen traumatischen Ereignisse, die wir erlebt haben. Ja. Ja. In einem therapeutischen Setting zum Beispiel, da adressierst du ja die einzelnen traumatischen Erlebnisse, um deren Konsequenzen in dir wieder aufzulösen. Mhm. Jetzt haben aber diese Vielzahl von traumatischen Ereignissen eine wirkliche Struktur kreiert, was hier eben die Panzer. Und das ist eine Struktur, die sich tatsächlich im Körper auch manifestiert. Also wo der Körper eng ist, zusammengezogen ist, es ist nicht nur ein energetisches Phänomen, sondern man kann es direkt im Körper auch sehr schön, sehr kraftvoll beobachten. Und wir adressieren diese Metastruktur der Panzerung durch diese körperlichen und sexuellen Sitzungen, wo es nicht notwendig ist, die einzelnen Ereignisse, die zu dieser Struktur geführt haben, aufzusuchen. Jetzt ist es so, dass manchmal natürliche Ereignisse aus der Vergangenheit, Erinnerungen auch auftauchen, auch schmerzhafte Erinnerungen, die sich auch inhaltlich entladen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, vollkommen willkommen. Und wir sind da, das mitzutragen, zu unterstützen und zu begleiten. Wenn jetzt, für wen würdet ihr sagen, ist es, also natürlich ist es für jeden geeignet, das ist klar, aber für Menschen, die irgendwie nicht weiterkommen, festhängen, also für, ja, was würdet ihr so sagen, für wen ist das einfach besonders, einfach dieser Weg geeignet, wenn bestimmte Sachen, ja. Also, wir arbeiten mit Menschen, wie gesagt, von 18 bis über 80, das ist so das Spektrum, von Alters her. Dann eine weitere Voraussetzung ist, dass man psychisch gesund ist. Okay. Dass es da keine Psychosen oder irgendwelche psychiatrische Geschichten gibt und dass natürlich ein Mensch zu uns kommt aus freiem Willen auch. Das, was nämlich dazu gehört, ist, dass sich ein Mensch wirklich einsetzt auch für sich selbst und für diese Empanzerung, sich hineingibt und ja, mit Haut und Haaren da dran und da drin ist. Und ein weiteres ist, dass fast alle Menschen, auch wenn gewisse körperliche Einschränkungen da sind, diese Arbeit machen können. Na, was es wirklich auch braucht von jedem, das ist ein Funke, eine Freude, eine Motivation, eine Lust, nach vorn zu gehen, sich zu verändern,
sich mehr zu entfalten, mehr in die Lebenskraft, mehr in die Lebensfreude zu kommen. Also es braucht einen Wunsch da drin, es braucht einen Funken, eine Freude, ein Jawohl, ich will dahin. Ja. Ja? Meistens haben wir Menschen, die sagen, oh, ich habe so viel schon an mir gearbeitet und ich bin mit mir wirklich unterwegs. Und jetzt stoße ich an meine Grenzen. Mhm. Und jetzt bin ich irgendwo, entweder mit dem Rücken an der Wand oder ich habe diesen Schleier vor mir, den ich irgendwie nicht mehr durchbrechen kann. Ich will aber weiter. Und das sind die Menschen, die bei uns wirklich sich etwas abholen können und sehr profitieren von dieser Arbeit. Und ihr habt vorher ja zum Beispiel auch Sportler erwähnt, nicht? Wir haben auch mit Sportlern und vor allem auch mit Kampfsportlern ziemlich Erfahrung oder Kampfkünstlern vielleicht eher, weil das ist auch ein spiritueller Weg auf seine Art. Und auch da, obwohl diese Menschen zum Beispiel unglaublich natürlich Körperwissen haben, beweglich sind, trainiert sind, körpergewahr sein, auch da finden wir fast gleich viele Prozente Panzerung im Körper, wie bei einem Menschen, der sich körperlich für sich selber nicht sehr engagiert. Ja. Also auch das sind Menschen, die gerne zu uns kommen und davon profitieren. Ja. Wie nehmt ihr diese Panzer wahr? Das würde mich persönlich interessieren, wie, wenn man kommt zu euch. Also die Panzer sind relativ gut im Körper direkt sichtbar. Mhm. Das Szenario müssen wir uns ja so vorstellen, dass unsere Teilnehmenden während den Sessions nackt sind und doch relativ viel Energie im Körper bewegen. Und währenddessen sich die Energie im Körper bewegt, ist es sehr, sehr gut sichtbar, da braucht es keine langen Jahre Training, das wahrnehmen zu können, wo stockt die Energie, wo bewegt sich nichts. Nichts. Wo geht die Energie nicht weiter? Wo wirkt der Körper irgendwo auch starr? Man sieht es manchmal auch an einer unterschiedlichen Färbung der Haut. Ne? Das ist eigentlich relativ gut sichtbar. Und es ist auch sehr, sehr gut sichtbar, wenn die Panzerungen sich lösen, wie plötzlich ein Körperareal anders durchblutet ist, anders beweglich wird, den Anschein gibt, weiter zu werden, sich öffnet. Ja? Und es ist auch sehr, sehr sichtbar am Teilnehmenden, wie jedes Mal, wenn sich eine Panzerung öffnet, was für eine Berührtheit, was für eine Freude, was für eine, oh, wie das Herz einfach dabei mit auflädt. Ne? Das ist ein sehr sichtbar, sehr wahrnehmbar für jeden im Raum. Ja. Und wenn man ja im Prinzip entpanzert, wieder in sein Leben schreitet und einfach die, ja, sich anders fühlt, sich anders spürt, mit mehr Leichtigkeit, Freiheit, also wow, erlebens. Ist es so, dass es auch, ja, was gibt ihr den Menschen mit, so dass es dann auch fließend bleiben darf? Und macht, oder ist es auch möglich, dass man sich, wenn man nicht Acht gibt, sich wieder neue Panzer zuzieht? Was habt ihr da für Erfahrung? Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn man einmal entpanzert hat, dann bleibt man entpanzert. Mhm. Ja. Weil diese Art von, wie der Panzer aufbauen, bedingt auch, dass man sehr unbewusst lebt und auch sehr viel Stress wieder auf sich lädt. Und selbst dann würde es Jahre dauern, um diese Panzerung in der Form wieder aufzubauen. Okay. Und was wir unseren Teilnehmern, unseren Klienten mitgeben, ist einen großen Haufen Wissen einmal aus unserer Tradition, aus unserem Weg, wie man dann mit diesem entpanzerten Sein weitergehen kann, aber auch vorwärts gehen kann, wie man zum Beispiel dahin kommt, dass man ein Leben lebt, wo man seine Hunger nährt, das heißt, das, was man gerne tut, auch weiterführt und wie man diese Wege für sich selbst einfach ins alltägliche Leben rübernimmt und weiterführt. Ein wichtiger Aspekt, den wir auch sehr unterstützen, ist Energiegewinn, Vitalitätsgewinn. Ja. Wie kann ich nach der Entpanzerung so leben, dass ich eigentlich nicht nur meine Vitalität aufrechterhalte, sondern Vitalität weiterhin gewinne, Energie gewinne und mein Leben wirklich so gestalte, dass ich sagen kann, mich freut mein Leben jeden Tag. Ja. Und weil dafür sind wir schlussendlich hier angetreten. Ne? Ich habe auch gesehen, dass hier Entpanzerungen speziell für Männer und auch für Frauen. Was gibt es da für Unterschiede? Geht ihr da unterschiedlich ran?
Nein, ja und nein. Wir arbeiten immer mit Männern und Frauen gemeinsam, erstens. Das liegt uns sehr, sehr am Herzen, weil bei uns Frauen sehr viele Verletzungen sind, aber auch bei euch Männern sehr viele Verletzungen sind. Und gemeinsam durch diesen heilenden Prozess zu gehen, ist auch auf einer Metaebene eine ganz, ganz tiefe Heilung der männlich-weiblichen Verbundenheit und des Zusammenkommens als Frauen und Männern, auch auf einer völlig unpersönlichen, aber sehr, sehr natürlichen Art. Ja. Also das liegt uns sehr, sehr tief am Herzen. Dann funktionieren natürlich wir Frauen und ihr Männer sexuell ganz, ganz anders. Echt? Zum Teil ganz, ganz, aber ganz, ganz anders. Und das ist natürlich dann was, wo unser Approach, ob wir mit einer Frau oder mit einem Mann in der Session arbeiten, schon sehr, sehr unterschiedlich ist. Sagen dazu möchte ich aber auch, dass wir beide jeweils mit Frauen und mit Männern arbeiten. Also ich überlasse nicht die Männer Janis und er mir die Frauen, sondern auch hier im Sinne der Heilung arbeiten wir mit Frauen und mit Männern. Ein großer Teil unserer Arbeit besteht auch darin, dass wir, wie wir schon erwähnt haben, die Teachings weitergeben, unsere Tradition. Und eine große Körperschaft der Teachings ist aus dem Bereich der spirituellen Sexualität. Also da geben wir unseren Teilnehmern eigentlich die Schulstunden mit, die sie früher als Jugendliche und verpasst haben. Und darin geben wir das Wissen mit, wie kann man in sich selbst einmal in Balance seine Sexualität erleben und leben, aber auch untereinander. Und dann geben wir natürlich auch Hinweise, wie weiter, weil da gibt es mehr, nicht nur in unserer Tradition, sondern auch in anderen Traditionen, wo kann man sich weiterbilden und ausbilden für diejenigen, die das interessant finden. Wie sieht denn aus eurer Sichtweise die neue Sexualität der neuen Zeit aus? Wenn ihr das so, ich weiß, es ist ein großes, umfassendes Thema, aber jetzt so mal zusammen, vielleicht ein bisschen zusammengefasst oder das Wesentliche. Die neue Sexualität unserer Zeit, wie ich das beschreiben würde, ist eine sehr, sehr bewusste Sexualität. Ist eine Sexualität mit dem Wissen darum, dass Sexualität Heilkraft ist und dass Sexualität die stärkste Energie ist, die wir Menschen, die uns Menschen zur Verfügung steht. Ja? Sexualität kreiert, zeugt Leben. Das ist die einzige Kraft, die wir haben, welche Leben zeugt. Alle anderen Kräfte, die wir haben, Atmung und Bewegung und Bewusstseinsarbeit und so weiter, hält Leben aufrecht. Aber es ist die lebensspendende Kraft und es ist die heilende Kraft par excellence. Und Sexualität als das anzuerkennen und rauszunehmen aus diesen vielen seltsamen Kontexten von Geboten, von Verboten, von nur in solchen Beziehungsformen, nur unter solchen und solchen Bedingungen, zurückzukommen zum Kern der Sache, dass Lebenskraft Kreationskraft ist, Schöpferkraft, heilige Kraft, die wir miteinander teilen, die wir miteinander kultivieren, für das Wohl von allem, für die Evolution und weniger als das kleine private Vergnügen mal hier und da unter der Bettdecke. Das ist uns ein Anliegen, ganz kurz gesagt jetzt mal. Schön. Johannes, magst du auch noch aus deiner? Also ich kann nur unterstreichen, was Sabina gesagt hat und vor allem ist hier eine Grundlage durch das Wissen annehmen und umsetzen, einfach die eigene Verantwortung zu übernehmen, auch für die Sexualität, wie man kreiert und was man in sein Leben auch hineinnimmt im Sinne des Träumens und des Miteinanders. Schön. Man könnte, das ist wirklich unendliche Themen, wie wichtig das ist auf unterschiedliche Ebenen. Wenn ich jetzt so wie ich verstanden habe, dass die Teilnehmer nackt sind. Das heißt, die erste Panzerung sind natürlich die Kleider. Und wenn die Kleider zum Beispiel weg sind, und dann sieht man zum Beispiel, ich nehme an, dass es auch, wenn jemand viel gesammelt hat, ne, so wie sagt man es, fettleibig ist, dass das schon eine große Überwindung ist,
dass das natürlich auch sehr viel verhindert, dass ihr auch sicher Erfahrungen habt, dass man diese Panzerung des Fettes auch abgenommen hat, nicht nur die anderen, und dass es dann auf Organebene, auf Gewebeebene, das heißt, es ist sehr wirkungsvoll im Gesundheitsbereich, es ist sehr wirkungsvoll in der Kunstbereich, so dass diese, meine Forschung ist ein bisschen, ist auch, dass jede Panzerung auch eine nicht gelebte Kraft ist, ein nicht gelebter Talent. So, und wenn ich die Liebe speichere und zunehme und zunehme, dann ist eine nicht gelebte Liebe ist eine Kraft, die auch explodieren kann. Das heißt, dass eure Arbeit hat Auswirkungen auf in alle Bereiche des Lebens, sowohl nicht nur Gesundheit, Schöpferkraft, Kunst, natürlich Wirtschaft, natürlich Wissenschaft und so weiter. Ne? Ja, das ist so. Das ist eindeutig so. Und das ist auch das Geschenk dahinter. Wenn ich wieder darauf zurückkomme, zu sagen, das ist eine alte Zeremonie auch von diesem Weg, dann hat die Zeremonie immer schon damit zu tun gehabt, Menschen an dem Punkt, wo sie an der Wand stehen, wo man von innen her an den Rand des eigenen Containers stößt sozusagen, diese Menschen genau da abzuholen und darüber hinauszuführen. Und es ist total spannend, wir haben ein Tagungshaus, wo wir arbeiten, das ist auch eine große Gemeinschaft, die das Tagungshaus betreibt. Da gibt es tatsächlich viele Menschen vor Ort, die entpanzert haben. Und es ist für Teilnehmende von uns zum Teil sehr, sehr sichtbar und wir werden angesprochen und sie sagen, schau, wir können sogar sehen, wenn wir durch das Gelände gehen, wenn wir im Restaurant sitzen, welche dieser Menschen sind entpanzert und welche nicht, weil es tatsächlich das ganze, die ganze Ausstrahlung, das Aussehen, aber auch die ganze Ausstrahlung, die Art des Seins dermaßen verändert. Das ist sehr, sehr ganzheitlich. Man kann somit sagen, entpanzern ist auch ein Neuanfang im Leben. Mhm. Ja. Gibt es auch eine, also wenn ich das Wort Panzer höre, dann höre ich natürlich auch Schutz. Ne? Also ein Panzer ist natürlich auch ein Schutz. Das heißt, eine Wertschätzung für den Panzer, der irgendwie geschützt hat? Ja klar. Ich meine, der Panzer war für uns ja wichtig in der Kindheit und in der Jugend vor allem. Ne? Das war ja eine Zeit, wo wir von verschiedensten Lebenserfahrungen überwältigt wurden, überfahren wurden, dem nichts entgegenzusetzen hatten, weder an Lebenserfahrung, um damit umzugehen, aber natürlich auch nicht an Verantwortlichkeit und der Einsatz des freien Willens. Nicht? Wir sind als Kinder, Jugendliche ja immer unter dem Regiment auch der Gesellschaft erwachsen. Und da passiert sehr, sehr viel Panzerung. Und Panzerung ist tatsächlich natürlich in der Zeit auch ein Schutz vor weiterem Schmerz, nicht? Dann als Erwachsene aber steht uns der Panzer vor allen Dingen im Wege, weil es beeinflusst auch unsere Sensibilität, unsere Empfindsamkeit, unsere Fähigkeit, die Welt zu berühren und uns berühren zu lassen. Und da wird es zum Problem. Wir hätten eigentlich genügend Lebenserfahrung, um mit allem umgehen zu können und auch an uns ranlassen zu können, aber der Panzer ist dazwischen und der Schleier damit auch. Es ist wirklich, wenn wir Panzer sagen, ist ein gutes Bild dafür, die alten Ritterrüstungen, die einerseits natürlich einen Schutz sind, dann, wenn wir unter Beschuss sind, im Krieg sind sozusagen und dem nichts anderes entgegenzusetzen hätten, aber wenn wir anschauen, wie uns das andererseits einschränkt, ist da drin kein wirklich verbundenes, berührbares, herzoffenes Leben möglich. Ja, die Ritter haben den Panzer nachts dann ausgelegt und mit der Geliebte, dann waren sie sehr weich, da haben Spaß gehabt. Ne? Ja, genau. Ihr sprecht auch von... Ihr sprecht es auch an auf eurer Seite, die gegensätzlichen Prinzipien im Leben, also einmal das Ausdehnen und das Zusammenziehen. Das finde ich auch ganz spannend, wenn ihr darüber noch was sagen könnt. Naja, Zusammenziehen ist etwas, was in Situationen von Panzerung passiert. Wir haben ja, und wir kennen das auch als Erwachsene, unglaublich viele Situationen von Schreck zum Beispiel, wo man sich zusammenzieht oder eine kurze Angst.
oder ein kurzer Schmerz, ja, etwas fällt dir auf die Zehen einetreten oder du hast einen Herzschmerz und du ziehst dich zusammen. Und da, wo wir uns wieder adäquat körperlich auch ausdehnen, gähnen lassen können, zurückfinden in die wirkliche Entspannung, war es ein kurzer Moment des Zusammenziehens, aber es ist weiter nichts passiert. Da, wo wir jedoch diese Zusammenziehen in uns bleiben, ja, wo sich das festsetzt, körperlich im Bindegewebe, da entsteht über Zeit Panzerung. Und in dem Zustand von zusammengezogen sein, sind wir eigentlich in einer Achtung, fertig, los Verfassung. Es ist ein ununterbrochener Überlebensmodus, in dem wir sind. Wir haben zu viel Adrenalin, zu viel Stress, zu viel Druck, sind eigentlich dauernd in einem Overdrive. Fein, aber nachhaltig und über viele Jahre natürlich dann auch schädlich. Ne? Jetzt Entspannung dem entgegen ist das Prinzip, wo es darum geht, einfach aufzumachen, weit zu sein, offen zu sein, zuzulassen, wachsen zu können, berührbar zu sein, verletzlich zu sein und einfach wirklich in Touch mit dem Leben. Und das Zweite, was auch dazu führt, so wo die Spannung reinkommt, das Festhalten, Panzer brauchen auch Energie. Um diese Spannung halten zu können, verbrauchen wir Energie. Ja. Die steht uns nicht zur Verfügung. Ja. Und deswegen ist ein entpanzerter Mensch auch energetischer und hat mehr von dem zur Verfügung, was das eigentliche natürliche Potenzial ausmacht. Ja, ist das, was du, Jed, vorher erwähnt hast, nicht das... Dass es auch eine explosive Kraft ist da drinnen, wenn man die Panzerung durchbricht und sieht, aha, so ist das, hier bin ich also, das bin ich. Ja, es ist eine Erfahrung, die viele, viele Leute machen, die sagen, wow, jetzt bin ich bei mir angekommen. Mhm. Und das ist ein abgedroschenes Wort, wir haben schon 100-mal gesagt, ich bin bei mir angekommen. Aber es ist noch einmal eine ganz andere Schallmauer durchbrochen damit. Mhm. Ich meine, das sehe ich, wenn ich an die Ritterrüstung denke, ne? Man konnte sich schlecht hinsetzen oder man konnte nicht so gut rechts und links gucken oder fühlen. Essen konnte man nicht, ne? Alles zu. Ja. Bitte. Ja. Also es ist ein richtig großer Segen, eure Arbeit, so nehme ich das wahr. Und die schreibt auch, das ist ein Prozess von 14 Tagen. Hintereinander, ne? An einem Stück, wo tatsächlich es möglich ist, seine ganzen Panzer, die man sich so im Laufe des Lebens oder sogar mehrere Leben, ich weiß nicht, auferlegt hat, sich dessen zu befreien. Ja, also diese 14 Tage beinhalten einen Tag mal Einführung und Kennenlernen und dann an den folgenden 13 Tagen hat jeder der Kursteilnehmer, also der Retreat-Teilnehmer, eine Sitzung. Jeden Tag eine. So kommen 13 Sitzungen zusammen. Und dadurch wird die Arbeit dann vollständig erledigt auch in diesen 13 Tagen. Und wir arbeiten durchaus auch mit Einzelmenschen, die privat zu uns kommen. Also es ist nicht zwingend, in Retreat-Format zu arbeiten. Es hat aber den großen, großen Vorteil, dass erstens einmal die Gruppenenergie sehr viel bringt, sehr stark trägt, dass Menschen auch, eben gerade auch Männer und Frauen im Kontext des Miteinanderarbeitens, noch einmal auf ganz anderen, tieferen Ebenen Heilung für sich mitnehmen können, für sich erfahren können auch. Ne? Also das sind ganz schöne Kontexte einfach des Zusammenarbeitens, auch des Schutzraumes, wo du die Erfahrung machst, wenn deine Panzer fallen, wie dein Herz aufgeht, wie das Herz des anderen aufgeht. Und es ist einfach eine unglaublich schöne, reiche Zeit, das Miteinander. Aber es ist nicht eine Bedingung da drin. Was hat man als, wenn man als Paar, empfiehlt ihr das zum Beispiel auch als Paar zusammenzukommen? Oder was hat man, ja, was kann sich dadurch als Paar, als göttliches Paar dadurch verändern, wenn man das zusammen vielleicht durchgeht? Wir haben immer wieder Paare, die zu uns kommen und gemeinsam durch diesen Prozess gehen. Und das ist natürlich für die, die sich entschieden haben, sehr schön. Mhm. Häufig aber auch haben wir ein Paar-Teil, das erst einmal vorgeht
und dann diese Arbeit macht und dann zu Hause erzählt, wie es war. Und dann kommt der andere oder die andere dazu beim nächsten Mal. Weil die andere das muss, ist, weil das befohlen wird, ja. Es hat auch damit zu tun, dass unsere Arbeit, unsere Retreats sind relativ teuer. Und da ist es tatsächlich so, dass manchmal der eine Partner sozusagen aus Vorhut kommt. Es ist manchmal auch so, dass eine Familienmitglied, ja. Aber wir haben nicht nur Paare, sondern wir haben zum Beispiel die Mutter, die kommt und dann später kommt aber auch die Tochter. Oder der Sohn kommt und später kommt der Vater nach, wo das einfach mal ausprobiert wird, bevor sich gleich die ganze Familie reinschmeißt. Ja. Ja. Wow, also ich sehe es wirklich als riesen Geschenk, Gnade, ich weiß gar nicht, was sagen soll, Segen, eure Arbeit, ja. Ja, sehen wir auch und ja. Ich möchte auch wirklich auch noch ein Wort der Würdigung und Ehrung sagen zu unserem spirituellen Weg und auch zu unserem Lehrer, der uns das in vielen, vielen Jahren harten Training, vieler Arbeit, Teachings, Praxis, miteinander arbeiten beigebracht hat. Und unser Lehrer hat das uns weitergegeben. Wir sind nicht die Einzigen, wir sind sechs Menschen auf unserem Weg, die damit arbeiten, in Australien, Kanada, USA und Europa. Und unser Lehrer hatte den Auftrag von seinen Ältesten, welche in, finden wir, recht großer, visionärer Voraussicht gesehen haben, dass diese Art der Erledigung von Vergangenheit für uns wichtiger und wichtiger wird. Auch gerade für uns im Westen, wo wir zu leiden haben unter der permanenten Beschleunigung der Zeit, unter dem permanenten Anwachs von Druck und Anforderungen. Und dass wir dem innerlich frei und fähig zu wachsen und offen einfach begegnen können. Und das ist ein Geschenk wirklich dieser Linie. Und das möchten wir hier sehr klar auch unterstreichen. Ja. Schön. Ich habe das so, also gerade wo jetzt ist es, die Zeit wird immer, was heißt die Zeit, also das Leben jeder Tag, es geschieht so viel um uns herum, in uns, also, dass wir manchmal gar nicht hinterherkommen. Und ich kriege immer, also ich tanze die Energien oft, ne, was so gerade wichtig ist. Und dann habe ich mitbekommen, dass es wichtiger denn je ist, dass wir durchlässig sind, dass wir durchlässig sind und bleiben. Dass alles, was um uns geschieht, auch wenn es nicht zu uns gehört, einfach wir reinlassen können und durchlassen und als Heilung für uns und für das große Ganze. Und das kann, das wird mir immer bewusster, das kann eigentlich nur geschehen, wenn wir frei sind, wenn wir durchlässig überhaupt erstmal sind, wenn wir entpanzert sind, ne? Und dann haben wir nicht mehr dieses Gefühl, wir müssen uns ständig irgendwie vor dem noch schützen und das und da noch was aufbauen, wo wir eigentlich eh schon unsere Ritterrüstung anhaben und noch zusätzlich noch Mauern drum bauen, damit wir irgendwie die verrückte Zeit irgendwie überstehen. Ne? Ja, das ist eine der Auswirkungen der Panzerung, dass sie uns sehr häufig in der Vergangenheit halten, dort wo der Schmerz den Panzer ausgelöst haben. Und dass wir auch heute, wenn unsere Knöpfe sozusagen gedrückt werden, immer wieder in diese alten Verhaltensmuster gehen und überhaupt gar nicht präsent sind. Und das ist eine der Geschenke, einfach, dass eine andere und neue Form der Präsenz überhaupt möglich ist. Frei von Handlungsnotwendigkeiten aufgrund von Vergangenheit. Na, und der Prozess, ich meine, der Prozess ist ja sehr sexuell, weil in den Sessions sich der Teilnehmende ununterbrochen sexuell auch stimuliert. Und Sexualität, ich meine, das kennen wir alle, ist die höchste Vibration, die wir in uns erreichen können. Ne? Und je mehr wir uns vibratorisch beschleunigen, auch auf körperlicher, zellulärer Ebene, desto mehr sprengen wir unsere Panzer auf, die uns verlassen, und desto durchlässiger werden wir auch. So wie die sexuelle Energie auch nach der Entpanzerung. Und da möchte ich auch jedem sagen, der sich nicht entpanzert, auch ohne Entpanzerung, eine ganz, ganz wesentliche Komponente, ja. Die eigene Durchlässigkeit einfach immer wieder zu pflegen. Und ist es, ihr habt das vorhin auch kurz angesprochen, dass wir auch so unterschiedlich einfach ticken, ne? Mann und Frau. Und natürlich haben wir beides in uns, aber dennoch, der äußere Mann, äußere Frau ist einfach gerade im Thema Sexualität einfach verschieden, ne? Und ist es durch die, habt ihr die Erfahrung gemacht, durch euren Weg, durch die Entpanzerung, dass es dann mehr
ich will nicht sagen zusammenkommt, aber dass es ja mehr verschmelzen kann miteinander, in spielerischer, lustvoller Form? Also es gibt immer auf jeden Fall sicher nach dem Prozess mehr Verständnis füreinander, mehr Wissen umeinander. Ja. Ich möchte einfach zwei Grundunterschiede, es gibt unglaublich viele Unterschiede zwischen uns, aber zwei Grundunterschiede sind ja eigentlich darin, dass wir Frauen in der Sexualität mehr Chakren, ich sag mal ganz technisch, in Betrieb nehmen müssen, um überhaupt sexuelle Energie zu generieren, zu erzeugen und auch sexuelle Energie im Körper zu bewegen und zu entladen als ein Mann. Das heißt, wir brauchen mehr Zeit, wir brauchen auch mehr Intensität, um unsere Triebwerke sexuell in Gang zu setzen als ein Mann. Um da voneinander zu wissen, Männer brauchen weniger Chakren in Betrieb nehmen als wir Frauen. Das heißt, es braucht auch weniger Zeit für einen Mann, seine Sexualität einzusetzen als für uns Frauen. Das ist das eine. Und das andere zu sehen, dass für Männer Sexualität absolut ein zentraler Bestandteil der männlichen Identität ist. Ja. Und dass es für einen Mann undenkbar ist, sein Sein, seine Identität von seiner Sexualität zu trennen, währenddessen für uns Frauen wir in unserer Identität wesentlich mehr im Raumprinzip, im Nährenden und im Gebenden ankern. Dass also auch für uns Frauen und Männer Sexualität einen ganz anderen, eine andere Bedeutung, eine andere Kodierung hat, hinsichtlich dessen, wie wir uns selber eigentlich empfinden und erleben. Ja. Ja, wir Männer sind nach außen gehende und inspirierende Wesen. Wir geben unsere Energie nach draußen und verändern etwas. Und wir Frauen machen aufhaltenden Raum, nehmen wahr und nehmen auch zu uns. Das sind ganz andere Prinzipien. Na, eins der ganz schönen Dinge, die ich vielleicht hier, wo wir beide ganz kurz hingehen, ist, wo wir auch sehr viel Wert darauf legen, ist zu sehen, es gibt so unglaublich verschiedene Arten von Orgasmen für Frauen und für Männer. Und wir sprechen viel auch in den Retreats darüber, dass wir jetzt Frauen untereinander und ihr Männer untereinander auch genital sehr, sehr unterschiedlich gebaut sind und dass wir dadurch unterschiedliche Zugänge haben zur Sexualität, die hier im Westen kaum bekannt sind, die wir nicht lernen in der Schule oder von unseren Frauenärzten oder Männerärzten oder sowas. Aber dass es auch ein unglaubliches Feld von verschiedenen Orgasmen gibt für uns Frauen, dass aber auch gerade im Bereich der Orgasmen die Männer unglaublich spannend sind. Ja, wir haben viele Möglichkeiten, Orgasmen zu erleben und das ist viel mehr, als wir im westlichen Sinne der Gesellschaft und Kultur kennen und auch anerkennen. Und da ist natürlich, wenn wir diese Teachings rausgeben, dann gibt es große Augen und offene Münder plötzlich und ein Erkennen. Aha, das ist, was ich auch noch kann. Und das macht natürlich eine Erweiterung, die man im Leben dann mitnehmen kann. Gerade die Fähigkeit von Männern zum Beispiel, Orgasmen ganz ohne Erektionen zu erleben, ganz ohne Ejakulationen zu erleben, ist etwas, was bei uns im Westen so weder bekannt, bewusst ist, noch praktiziert wird. Trifft es dann auch für die Frau? Ist es dann, das wird immer von dem Mann, dass er nicht, also nicht ejakuliert und für die, weil er dann Energie verliert, sagt man, ne? Viel im Tantrischen auch, oder ist es auch von eurer Erfahrung her, aus dem Grund, weil Energie verloren wird, oder einfach ist es einfach eine andere Möglichkeit nur? Wir sehen das primär als eine andere Möglichkeit. Okay. Wir sehen auch den Energieverlust bei Männern nur dann gegeben, wenn die, und da gibt es auch einen Energieverlust bei uns Frauen übrigens, wenn das Level von Orgasmus relativ tief ist. Das heißt, wenn wirklich nur die untersten Chakren daran beteiligt sind, wenn nicht wirklich eine Herzensbeteiligung ist, wenn das dritte Auge, das Traumchakra nicht beteiligt ist, sondern die Energie ganz unten im grobstofflichen, substanziellen bleibt. Da sehen wir durchaus Energieverlust bei Männern, aber auch im selben Sinne genauso bei uns Frauen. Das ist dann da, wo wir
nach einer sexuellen Begegnung müde sind, schlafen möchten, einrollen, vielleicht gleich quengelig, wenn es gar nicht gut gelaufen ist. Also wo wirklich die Energie einfach sehr tief geblieben ist und sehr grobstofflich, würde ich mal sagen, geblieben ist. Ne? Also ist das, wie gesagt, eure Arbeit, das eine erstmal das Entpanzerung, aber nach der Entpanzerung geht es erstmal richtig los. So. Na, das werden wir so sehen. Ja. Denke im Grunde genommen. Also da geht es richtig los und da unterstützen wir die Menschen auch und ermuntern sie wirklich, ihre eigenen Wege zu finden. Mhm. Ja? Es gibt zwar von unserem spirituellen Weg auch eine sexuelle Schule, das nennt sich Kodoschka, aber das ist eine von vielen Möglichkeiten, sich sexuell weiterzubilden, und wir unterstützen Menschen wirklich, sich ihre Stellen, ihre Gruppen, ihre Kurse zu finden, um jetzt im befreiten Zustand ihre Sexualität lernen zu können, pflegen zu können, in Schönheit und in Herzensverbindung und Verantwortung zu praktizieren. Das ist das eine. Ne? Das andere ist, wo wir sagen, es geht jetzt erst richtig los, ist natürlich auch, dass der Zugang zur eigenen Charakterverfeinerung, zum Ändern von Gewohnheiten, von Mustern, so Mensch das möchte, ganz anders frei und offen ist, als es vorher war. Das ist auch in der Hinsicht ein Neuanfang. Im Grunde genommen ist es die gleiche Schule, die Jesus, Buddha, Mohammed, Osho und alle anderen besucht haben. Nur wir mussten das nachholen, dass die viel weiter entwickelt waren. Wenn ich denke, vor Jesus, die Maria Magdalena Schulen, die waren schon in diesem Sinn sehr entwickelt, und wir holen das Schritt für Schritt diese Schule nach. Ne, ich glaube nicht, dass wir das jetzt weiterentwickelt haben, oder? Weiterentwickeln in dem Sinne glaube ich nicht, aber vielleicht wieder aufnehmen oder wieder entdecken. Genau, ja. Und dann in unser Leben einfach einfügen. Ja. Das ist eigentlich eine Möglichkeit, die gerade in der heutigen Zeit ja für viele Menschen gegeben ist. Es ist auch ein wirkliches Zurückfinden schlussendlich zur eigenen Quelle. Es ist ja ein Mittel zum Zweck. Ne? Entpanzern, Body the Armory ist keine Schule in dem Sinn, sondern es ist ein Mittel zum Zweck des wirklich zu sich Zurückfindens und in dem Sinn auch zur eigenen Quelle der Kraft zu werden. Ja. Schön. Oh, schön. Gibt es, das ist, man muss nicht Priester werden und dann, Zölibatär werden. Wenn man nicht die Schule gegangen ist, darf man eigentlich nicht. Ne? Gibt es Menschen, die diese feinen Energien, diese Schwingungen, was unterschiedliche Orgasmen einfach auch sind, auch auf andere Ebene auch entwickeln können? Oder geht es immer über das Medium Sexualität? Sexualität ist ein zentrales Medium, das ja auch Leben erzeugen kann. Es ist unsere stärkste Kraft und es geht auch hier am schnellsten. Aber es gibt durchaus auch andere Möglichkeiten. Und eine der Möglichkeiten, die auch wir kennen und gerne praktizieren, ist eine ganz spezielle Atemtechnik, wir nennen das Feueratmen. Das ist eine Kombination von Atmung, Ausrichtung, Konzentration, Beckenbodenbewegungen, völlig ohne genitale Stimulation, die eben auch dazu führt, verschiedene Orgasmen, aber auch verschiedene Levels von Orgasmen zu erleben. Ja. Und das ist jetzt, was aus unserer Schule kommt. Wir wissen, es gibt natürlich viele sexuelle, sehr legitime, kraftvolle sexuelle Schulen, die auch aus dem Östlichen kommen. Wir kommen nicht aus dem Östlichen, wir kommen ganz aus dem Westen, aus der Schildkröteninsel, welche ebenfalls viele verschiedene Techniken anbieten. Wir haben viele, viele Paartechniken natürlich auch, die wir kennen, der Chakra-Verbindung, der Chakra-Meditationen und alles Mögliche, wo man natürlich auch in sehr hohe orgiastische Schwingungen kommt. Ja. Schön. Schön, dass die Welt das erfährt. Natürlich wäre schön, wenn man einige Sequenzen dieser Meditation sehen würde, weil dann würde man direkt spüren können. Habe ich jetzt vorhin ein Bild gesehen, wenn es passt irgendwie, dass man im richtigen Umfeld
dass man diese Schwingung übertragen kann, damit die Welt explodieren, mit explodieren kann mit diesen Energien und nicht immer nur für wenige zur Verfügung stehen. Da würde ich gerne irgendwie irgendwann mitwirken. Gibt es jetzt vielleicht etwas, was wir mit den Zuschauern machen können? Eine kleine Reise oder in den Körper oder was auch immer möglich wäre? Ja, wir können das machen. Wir können eine wirklich kurze, aber sehr angenehme Reise machen, wo wir einfach jeden einladen, entweder völlig bequem zu sitzen oder völlig bequem sich hinzulegen, uns ganz, ganz ruhig mal ein paar Atemzüge in den Bauch zu machen und sich auch so richtig in den eigenen Bauch hineinzusetzen, in dieses Kraftzentrum zu setzen, was im Osten Dantian oder Hara genannt wird, was wir den One Point, den Einer Punkt nennen, 3 Finger breit unter dem Bauchnabel, und sich wirklich mal ganz breit zu machen, auszudehnen, da hinein zu entspannen und aus diesem Dasein im Bauch, im eigenen Schoßraum für euch Männer, im eigenen Spirit-Schoß, eine Aufmerksamkeit sehr langsam, gewahr und achtsam aufsteigen zu lassen ins eigene Herzchakra und somit die Aufmerksamkeit zu teilen, sowohl in der Schoßkraft zu bleiben, als auch im Herzchakra präsent zu sein und sich einfach völlig neutral, urteilsfrei, wach dafür zu öffnen, was spüre ich in meinem Herzchakra, was ist dort offen, was ist weit, wo spüre ich vielleicht Engen, wo spüre ich vielleicht etwas Schmerzliches und wie kann ich meine Zentriertheit und meine Atmung dahin bringen, auch hier mein Herzchakra mehr zu öffnen, weiter werden zu lassen, da wo etwas Schmerz ist oder eng ist, hindurch zu atmen und einfach mein Herzchakra zu begrüßen, wahrzunehmen, zu achten und einen Moment hier zu verweilen. Es ist eine kleine Reise, die wir dich einladen, vielleicht immer wieder zu tun. Wir waren jetzt gerade ganz kurz beim Herzchakra. Du kannst auch in dein erstes Chakra reisen, in dein zweites Chakra, in dein Traumchakra. Wir empfehlen dir, dich immer erst in deinem eigenen Schoßraum, in deinem Spirit-Schoß zu beheimaten, weil das im Grunde der magische Zaubertopf ist, auch der Sexwellenkraft, auch der eigenen Gebär- und Erneuerungskraft und immer von da zu kommen. Hallo! Ja. Und der Reise auch mit ein paar Atemzügen wieder ganz aufzutauchen. Ja. Ganz schön. Das war gestern auch das Thema, da hatten wir das physische Herz, also als Organ für den ganzen Organismus, und dann kam auch das genau das Thema Hara, weil ich das so gefühlt habe. Ne? Also ich fühle mich schon sehr in meinem Herz verbunden und dennoch habe ich viele Jahre mein Hara nicht bewusst gelebt, die Hara-Kraft. Ne? Und erst als ich mich damit beschäftigt habe, eine Hara-Kraft gestärkt habe, kann das Herz, also die Herzenskraft ganz anders im Zusammenhang mit der Hara-Kraft ganz anders kommunizieren und hat eine ganz andere Dynamik, ganz andere Kraft. Ja. Deswegen schön, dass ihr das nochmal angesprochen habt. Ja, die Hara-Kraft ist wirklich der Sitz auch unserer Stabilität, das ist die innere Wurzel. Wir nennen es auch das starke Herz. Ja. Ah, schön. Wunderbar. Ja. Vielen Dank.
Eben gerne. Ich habe schon ich habe die Webseite gesehen und ich spüre diese Schwingungen, was ihr auch aussendet. Und eben, ich habe Bilder bekommen, wie das es irgendwann möglich oder gut wäre, ein bisschen die Arbeit zu zeigen, weil es gibt die Bilder des Missbrauchs, die sind milliardenfach auf dieser Erde. Und die schönen Bilder, wo man richtig sieht, wie sich diese Energien, da ist meine Arbeit, lade ich immer ein, etwas zu tun, damit die Menschen richtig schockiert werden, also, dass es diese Energien gibt, dass die frei werden, dass das ekstatisch ist und dass es und diese Art von Bilder, sage ich manchmal provozierend, werden geizig zurückgehalten, ne? Und Schönheit und schöne Schwingungen, wir sollten auch, was ich jetzt mit unseren Tausenden von Produktionen, sollten auch zu sehen sein. Und deswegen, wenn es Gelegenheiten gibt, würde ich gerne, ich habe das Auge ein bisschen dafür, ich habe das jetzt gesehen, alle diese, was ihr erzählt habt, bekomme ich, ich bin in Intuition trainiert, auf alle Ebenen. Und dann habe ich diese ganze Schwingung gespürt, die Bilder, die Gesichter, die Augen, die Veränderung, die Erneuerung, die Erfrischung, während ihr gesprochen habt. Und wenn es passt, hier oder da, würde ich gerne mal das Bildhafte darstellen oder aufzeichnen oder in die Welt schicken. Denn das ist das, was am meisten berühren kann.